Rajasthan. Hier ist Indien am ursprünglichsten. Traditionell, exotisch, bunt. Zu Besuch im Stadtpalast eines Maharajas. Und in atemberaubender Kulisse auf Adrenalinkick. Ich habe Höhenangst, aber das ist es wert. Auf Tigerjagd. Safari mit den besten Wildlife-Fotografen. Das ist weltweit einer der besten Orte, um Tiger zu sehen. Heilige Naga. Schlange stehen am Rattentempel. Erst die Ratte, dann der Mensch. Sie sehen zwar aus wie Ratten, sind aber unsere Familienmitglieder. Durch Rajasthans Hauptstadt mit dem einäugigen Rikscha-Fahrer. Morgen ist hier ein großes Fest, deswegen lasse ich mich jetzt rasieren. Dann bin ich hübsch für die Mädchen und meine Familie. Höhepunkt des Jahres. An Holi werden alle bunt. Rajasthan, Königreich der Farben. Jodhpur, die blaue Stadt. Sie war bis zur indischen Unabhängigkeit Hauptstadt des Königreichs Marwa. Mit dem Maharaja an der Spitze. Die königliche Familie lebt immer noch hier. Welcome to my house. Please come in. Exklusiver Rundgang durch die Vergangenheit. Wie ein Museum wirken die Gemächer von Maharaj Dalip Singh. Relikte von früher, als die Familie über Jodhpur herrschte. Unsere Familie ist ungefähr 900 bis 1000 Jahre alt. Wir haben immer die Herrscher gestellt. Unser direkter Stammbaum startet mit ihm. Sein Sohn war mein Urgroßvater Maharaja Jostwa Singh. Er hatte 1,34 Meter Brustumfang, war 1,70 Meter Körpergröße. Und sein Hobby war Ringen, wie ein Sumo. Das letzte offizielle Herrscherpaar waren bis 1956 seine Eltern. Doch die Dynastie geht weiter. Hi, I'm Aditya Singh and kiss me, I might turn into a frog. Früher wäre Aditya hier Maharaj, ein Prinz gewesen. Nach Jahren im Schweizer Internat lebt der 21-Jährige nun wieder auf dem Familiensitz, den er einmal erben wird. Sein Großvater bemüht sich darum, dass Aditya die lange, ruhmreiche Geschichte der Familie nicht vergisst. Jahrhunderte, in denen sie über einen Großteil des Landes herrschte. Ich war eigentlich nie ein großer Fan von der Idee, viel Macht zu haben, machen zu können, was man will. Aber den besten Job hatten doch sowieso die jüngeren Brüder des Maharajas. Sie hatten nicht so viel Macht und Verantwortung wie der Herrscher, aber konnten ihr Leben viel mehr genießen. Den großen Stadtpalast mit 500 Zimmern hat die Familie gegen dieses kleinere Fort getauscht. Der Reichtum ist aber überall gegenwärtig. Wie in dieser Garage. Der 80 Jahre alte Wagen des ehemaligen Maharajas ist eine absolute Rarität. Sammler bieten für den Delahaye Millionen. Aber der Oldtimer ist unverkäuflich, auch wenn er gerade wenig bewegt wird. Ich bin damit viel herumgefahren, aber jetzt nicht mehr. Zu viel Verkehr. Da bin ich sehr vorsichtig. Ich bin nur ein paar Mal damit gefahren. Hat sich echt toll angefühlt. Tolle Kurvenlage. Selbstredend, dass sich die Familie eine Reihe von Bediensteten leistet. My name is Santosh Dangi and I will spice up your life. Weil am Nachmittag noch ein wichtiges Geschäftsessen ansteht, soll der Koch eine besondere lokale Spezialität zubereiten. Erste Anlaufstelle, ein kleiner Krämerladen. Heute koche ich eine typische Spezialität Rajasthans. Lal Maas, ein scharfes Hammelcurry. Dazu brauche ich Gewürze, wie sie in jedem Laden hier zu finden sind. Damit das Curry für den Prinzen perfekt wird, prüft Santosh jedes Gewürz ganz genau.
Wenn ich daran rieche, erkenne ich, ob das Aroma frisch oder schal ist. Und der Händler weiß auch, dass seine Gewürze immer frisch sein müssen. Fürs Hamel Curry bekommt der Koch hier Zimtstangen, Kardamom, schwarzen Pfeffer und Lorbeerblätter. Frisches Gemüse gibt's beim Händler ums Eck. Gib mal die grünen Chilischoten. Zu den scharfen Schoten kauft Santosch Ingwer, Knoblauch, Zwiebeln, Tomaten und Koriander. Dann ist der Einkauf komplett. Zurück in der Residenz hat Santosch nun 3 Stunden Zeit, um aus 2 Dutzend Zutaten eine königliche Mahlzeit zu kochen. Das Besondere an diesem Hammel-Curry und der Rajasthani-Küche ist die außergewöhnliche Schärfe der Soßen. An Chili spart der Leibkoch also nicht. Doch nur scharf soll das Essen auch nicht sein. Eines seiner Curry-Geheimnisse verrät Santosch. Dazu schneidet er frischen Ingwer und Knoblauch. Das Ganze wird im Mixer püriert. Und noch einen Moment ziehen gelassen. Als nächstes erhitzt der Leibkoch 1/4 Liter Öl. Mit Lorbeerblättern und Zwiebeln wird das die Currybasis. Wenn die Zwiebeln braun werden, kommt das vom Knochen gelöste Hammelfleisch hinzu. Dann wird das Ganze gegart. Jetzt kommt das Ingwer-Knoblauch-Püree zum Einsatz. Auf niedriger Flamme gart diese Mischung und wird von Santosch nun mit verschiedenen Ingredienzien verfeinert. Tomatenpüree, Joghurt, rotes Chili, Kurkuma, Zimt, Pfeffer. 1 Stunde köchelt die scharfe Mischung. Dann ist das feurige Lal Mas servierfertig. Das übernehmen 3 Diener. Santosch bleibt im Hintergrund und hofft, dass es Aditya, seinem Vater und einem Geschäftspartner schmeckt. Es ist wirklich sehr gut. Ziemlich scharf, aber dennoch schmeckt man die verschiedenen Gewürze. Die hohen Herrschaften sind zufrieden. Und damit auch Santosch. Leben wie die Maharajas. Das können vielerorts in Rajasthan auch Touristen. Adityas Familie hat einen Teil ihrer Besitztümer zu Hotels umgestaltet. Diese Palastunterkünfte sind eine sinnvolle Sache. Diese Orte sind sehr alt und es braucht eine Menge Instandhaltungskosten, um sie so zu erhalten. Deswegen machen viele Erben daraus Hotels. Das zieht eine Menge Besucher an und ist gut für die Gebäude. Für sein Hotel hat Aditya große Pläne. Der Pool soll um eine Wellnesslandschaft ergänzt werden. Besprechung mit dem Geschäftsführer. Wir werden den Spa-Bereich hier vorne hinbauen und die Bar in den Innenhof verlegen. Inzwischen sind aus den Herrschern Geschäftsleute geworden. Die politische Verantwortung als Herrscher, das ist vorbei. Aber der Maharaja hat immer noch ein großes Interesse daran, dass es den Menschen hier gut geht. Und er kümmert sich um alte Traditionen, die sonst so langsam aussterben würden. Eine Tradition der ehemaligen Kolonialherren hat Dalip Singh seit über 1/2 Jahrhundert beibehalten und erweitert. In den alten Tagen, als die Briten hier waren, hieß es 16:30, Tea Time. Heute ist immer Zeit für Tee. Enkel Aditya braucht in einigen formalen Dingen noch etwas Nachhilfe. Dann ziehst du das Ende hierher. Du brauchst nur ein bisschen Übung. Das ist die offizielle Art, einen Turban zu binden. Wenn es kein offizieller Anlass ist, dann bindet man den Turban einfach um den Kopf, aber ohne diese Schleppe. Bei so viel Tradition und geschäftlicher Verantwortung flüchtet sich der Prinz gerne auf seinen Lieblingsplatz. Inmitten der Zinnen des Palastes ist er dann fast ein ganz normaler junger Mann. Rajasthan. Hier ist Indien am typischsten.
Jahrhundertealte Traditionen machen jeden Besuch zu einer Zeitreise. Das Land der kriegerischen Rajputen ist der größte Bundesstaat Indiens und liegt im Nordwesten des Subkontinents. Flächenmäßig ist er in etwa genauso groß wie Deutschland. Einen großen Teil Rajasthans bedeckt die Thar-Wüste, die nur karge Viehzucht zulässt. Paläste wie aus Tausend und einer Nacht erheben sich über farbenfrohe Wüstenstädte. Männer mit großen Turbanen, Frauen in leuchtenden Saris, Kühe und Kamele prägen das Straßenbild. Hoch über der blauen Stadt von Jodhpur thront eine der größten Festungsanlagen Indiens, Fort Mehrangarh. Hallo, my name is Amit and we make the people fly. Die über 500 Jahre alte Burg ist die perfekte Kulisse für die schönste Seilrutsche des ganzen Landes. Für umgerechnet 20 Euro können sich Besucher von den Mauern der Festung werfen, gesichert mit Stahlseil und Klettergurt. Immer eine Hand auf dieses Gerät, selbst wenn ihr anfangt, euch zu drehen. Und so bremst man. Amit leitet das Abenteuer und das beginnt immer im Innenhof. Am Übungsseil lernen wir alles, was man tun muss, wenn man zum Beispiel hängen bleibt und wie man bremst. Gehört alles dazu. Nach einem Proberundgang sind die Mauerspringer dann soweit. Es geht auf den ersten Startturm. Mit dabei auch die deutsche Austauschstudentin Constanze. Das ist echt eine coole Kombination, einfach auch die Stadt von einer ganz anderen Perspektive zu sehen und kennenzulernen. Also ich bin ein bisschen nervös, das ja, wird eine spannende Sache, vor allem weil es ziemlich hoch ist. Die erste Strecke führt über die Festungsaußenmauern. Vorbei an alten Wachtürmen. Den meisten Leuten gefällt es wirklich. Das ist ja auch der beste Blick über die blaue Stadt. Das hier sind 6 Kabel mit insgesamt 1,5 Kilometer. Alle Strecken haben eine unterschiedliche Länge und Höhe. Das längste Kabel ist 310 Meter lang. Der Flying Fox Parcours schließt das Gelände um die Festung mit ein. Es geht über Felsen, Schluchten und einen See. Wir checken alles nach dem Vier-Augen-Prinzip. Schlitten, Haken, Anschlüsse. Natürlich achten wir darauf, dass das Seil immer frei ist, wenn einer fährt. Und Handschuhe nicht vergessen. Ich bin jedes Mal kurz davor immer recht aufgeregt, aber dann, wenn wir auf der Zipline sind, dann, also die Aussicht ist wunderbar, ist richtig cool. Knapp 2 Stunden dauert die Kabeltour ums Fort Mehrangarh. Ein bisschen Fußmarsch gehört auch dazu. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 30 bis 40 km/h. Das hängt vom Gewicht ab und wie man sich in der Luft verhält. Wer sich breit macht, verliert Geschwindigkeit. Wer auf halber Strecke hängen bleibt, wird von Amits Kollege abgeschleppt. Die Touren starten den ganzen Tag über. So groß ist die Nachfrage. Ich bin aufgeregt. Das ist fantastisch. Ich habe Höhenangst, aber das ist es wert. Amit freut sich über den Erfolg seiner Seilbahnen. In der Hochsaison hatten wir 189 Leute an einem Tag. Neuer Rekord. Gleich bei Grenzenlos. Gaben für heilige Nager im Rattentempel von Karni Mata. Rajasthan, Königreich der Farben. Tiere gibt es hier überall, nicht nur Kühe. Hi, my name is Aditya Singh and my favorite photo models are striped and wild. In Sawai Madhopur dreht sich alles um diese Vierbeiner, bengalische Tiger. Denn im nahegelegenen Ranthambore-Nationalpark leben noch über 70 dieser Großkatzen. Fotograf Aditya, genannt Dicky Singh, ist hier seit 20 Jahren fast täglich auf der Pirsch.
Für wilde Tiger ist das wahrscheinlich einer der besten Orte auf der Welt. Hier gibt es Tiger, denen ich schon seit 2, 3 Generationen folge. Es ist interessant, ihre Geschichte zu kennen, ihre Jungen, ihre Eltern. Und je besser man sie kennenlernt, umso mehr Spaß macht es. Es ist wirklich wie eine Sucht. Diese Sucht schlägt sich in über 350.000 Tigerfotos nieder. Mehrere Bücher hat Dicky schon veröffentlicht. Seine spektakulärsten Aufnahmen sind weltweit gefragt. Morgens um 5 Uhr, eine Stunde vor Parköffnung, bereitet Dicky seine Ausrüstung vor. Heute hat er noch einige Gäste dabei, internationale Fotografen, die von ihm zu den besten Tigerspots geführt werden möchten. Hier habe ich mein großes Objektiv, falls wir Welpen sehen. Ich bin einer der bekanntesten Tierfotografen der Welt. Ich arbeite gerade an meinem zweiten Tigerbuch, meinem insgesamt 20. Und für den neuen Bildband sollen heute noch ein paar gute Aufnahmen entstehen. Bei so einer erlesenen Gruppe muss Aditya gute Tigerszenen liefern. Deswegen startet der Safari-Fotograf schon vor Sonnenaufgang. Damit sie die Ersten im Nationalpark sind und wirklich eine Chance auf die gestreiften Fotomodelle haben. Der Ranthambore Nationalpark ist 300 Quadratkilometer groß und Teil eines Tigerschutzgebietes. Hier gibt es 7 verschiedene Raubkatzenarten. Die größten sind Leoparden und Tiger. Man muss sie nur finden. Dicky versucht es zuerst am See. Noch ist kein Tiger in Sicht. Der Profi verlässt sich auf seinen Instinkt und seine Ohren. Die Beutetiere geben Warnsignale von sich. Auf die müssen wir achten. Wenn wir dann noch frische Spuren finden, weiß man, wo sie sind und muss nur warten. Tatsächlich. Kurz darauf streift etwas durchs Gestrüpp. Ein Tiger. Allerdings in nicht sehr fotogener Pose. Andy Roos ist noch nicht zufrieden. Dicky schlägt einen Ortswechsel vor. Direkt am Nationalpark angrenzend liegt diese kleine Manufaktur. 300 Frauen aus den umliegenden Dörfern kommen hierher, um mit Handarbeit etwas Geld für ihre Familien zu verdienen. My name is Ujwala Joda. And the little tiger empowers women here. In ganz Indien hat die Hilfsorganisation Dastkar solche Selbsthilfezentren. Strom und Maschinen gibt es hier, um Kleider für den Verkauf zu nehmen. In Ranthambore ist dieser Tiger nun das Symbol der Hoffnung. Mit der Gründung des Parks haben die Menschen hier den Zugang zu Nahrungsmitteln und Holz verloren. Es gab plötzlich auch keine Industrie mehr. Viele fühlten sich betrogen. Wie die Familie von Muni. Sie dürfen im Park keine Felder mehr bewirtschaften oder Holz schlagen. Es schien, als müssten sie das Dorf verlassen, mit den 8 Kindern nach Delhi gehen, wo ein Leben im Slum wartet. Wir hatten in der Landwirtschaft geholfen. Dann gab es keine Arbeit mehr. Mein Mann hat versucht, Ziegen zu züchten. Das Geld hat aber nicht gereicht. Jetzt sind wir Kunsthandwerker, wie alle hier. Dastkar hat eine neue Einnahmequelle für die Bewohner von 3 Dörfern geschaffen. Muni kann mit ihren 7 Töchtern mitarbeiten. Im Hof vor ihrer Hütte basteln sie täglich Souvenirs für Tigertouristen. Das sind iPad-Hüllen. Hergestellt aus alten Zementsäcken. Upcycling made in India. Ihre Mutter bastelt Tiger aus Stoffresten. Das Tier ist auf vielen hier hergestellten Waren zu finden. Die Kinderzeichnung ist das offizielle Logo von Dastkar Ranthambore. Die Leute haben gemerkt, wenn sie den Tiger auf etwas drucken, kaufen es die Touristen als Souvenir. Der kleine Tiger gibt uns inzwischen genug Einkommen, dass wir selbstständig und kostendeckend wirtschaften können. Und in der kleinen Manufaktur werden alte Handwerkskünste wiederbelebt. Über Generationen wurden in dieser Gegend Stoffe mit Holzstempeln bedruckt. Durch den Import billiger Industrietextilien ging das Handwerk unter. Babulal, der letzte Holzdrucker, lehrt nun Dorfbewohnerinnen die fast vergessene Technik. Ich habe 5 Familienmitglieder. Hier kann ich um die 5.000 Rupien im Monat verdienen.
Das ist genug, dass meine Kinder auch in die Schule gehen können. Oft müssen Mädchen nach der Grundschule abbrechen, um zu Hause mitzuhelfen. Doch die Frauen hier verdienen nun genug, um ihren Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen. Einmal pro Woche läuft Moni mit ihrer Familie zur Manufaktur, um ihre Waren abzugeben. Alles wird genau gezählt und vermerkt. Am Monatsende gibt es dann den entsprechenden Lohn. Neben dem Lebensunterhalt hat die Arbeit aber noch einen anderen, positiven Effekt. Die Frauen sind jetzt viel selbstbewusster. Sie reisen zusammen zu Messen, kommen viel mehr rum als die Männer. Sie haben das Geld in der Tasche, treffen Entscheidungen, 3.000 bis 4.000 Rupien auszugeben, ohne ihre Männer auch nur zu fragen. Diese Frauen hier sind wirklich stark geworden. Vom kleinen Tiger zum großen. Dicky Singh ist immer noch auf der Suche nach der gestreiften Raubkatze. Immer tiefer geht es in den Ranthambore Nationalpark. Die Fotografen, die er durch das Gelände führt, wollen das perfekte Tigerfoto schießen. Dicky kennt die Gewohnheiten der Tiere und platziert sich an einem kleinen Hügel. Und tatsächlich erscheint eine Raubkatze. Ohne Scheu kommt das Tier immer näher. Fast zu nah. Weil sie so stark sind, können sie dich mit einem Hieb sehr schwer verletzen oder sogar töten. Sie können sehr gut und schnell töten. Vor 3 Jahren töteten hier Tiger 4 Parkarbeiter. Der Fotoprofi ist dennoch entspannt. Wenn Wildkatzen ein Fahrzeug sehen, erkennen sie nur eine Einheit. Sie sehen ein Fahrzeug, aber keine Leute darin. Deswegen greifen Katzen es fast nie an. Hoffentlich weiß das diese Tigerdame auch. Die Fotografen bleiben dicht dran und füllen ihre Speicherkarten. Unbeeindruckt schlendert das indische Nationaltier durchs Gestrüpp. Doch das Motiv wird noch besser. Der Tiger vor dem alten Ranthambore vor. Fotos wie mit Shere Khan aus dem Dschungelbuch. Die Fotosafari ist ein Erfolg. Abends werten Dicky und Andy Rose die Tagesbeute aus. So viele Bilder, das ist klasse. Das gefällt mir. Das können wir auf einer Doppelseite drucken. Das funktioniert super. Schau, perfekt. Ganz im Norden Rajasthans und mitten in der Thar-Wüste liegt das kleine Städtchen Dejnok. Hier gibt es nichts, außer dem einzigartigen Karni Mata-Tempel. Zu ihm pilgern Alte, Kranke, Familien und Frischvermählte aus ganz Indien. Denn hier herrscht eine ganz besondere Magie. Gläubige bringen Gaben für die Tempelbewohner. Die sind klein, grau und wuseln durch die heiligen Gemächer. Hallo, mein Name ist Gajendra Singh und ich lebe in der Karni-Mandir-Familie. Wir sind ein sehr großer Familie. Denn die Ratten hier sind keine gewöhnlichen Naga, sondern wiedergeborene Menschen, so der Hindu-Glaube. Gajendra ist sicher, die Tiere im Tempel sind seine Vorfahren. Seit Jahrhunderten lebt die Familie hier, zusammen mit der pelzigen Verwandtschaft. Die Ratten hier sind sehr heilig. Die Göttin Durga erschien als Göttin Karni Mata. Sie verheiratete ihren Bräutigam mit ihrer Schwester. Die Nachkommen der beiden werden als Ratten wiedergeboren. Kaba, so nennen die Gläubigen die heiligen Ratten, leben seit 600 Jahren in dem Tempel. Insgesamt schätzungsweise 20.000 Tiere. In ihrer Gegenwart fühlen sich die Anhänger der Göttin Karni Mata nahe. Für Hindus ist der Ausflug in den Rattentempel ein Event für die ganze Familie. Mit Musik und viel gutem Karma. Ekel oder gar Angst vor den Vierbeinern kennt hier keiner.
Sie sind ja harmlos. Sie sehen zwar wie Ratten aus, sind aber wie wir. Es sind Kaba, unsere Familienmitglieder. Selbst wenn sie mal jemanden beißen, übertragen sie keine Krankheiten. Ein Biss bedeutet Glück. Aber auch ohne Biss verheißen die Tiere Glück und Segen. Deswegen kommen besonders viele junge Ehepaare zum Rattentempel. Auch diese beiden Brüder schleppen ihre Bräute im wahrsten Sinne des Wortes zu Karni Mata. Diese Pilgerreise ist wichtig, damit wir eine gute Ehe haben und damit niemand krank wird. Wir glauben, dass diese Ratten eine Form unserer Göttin sind. Wir bringen ihr kleine Geschenke, damit sie uns Glück schenkt. Um das Glück ein wenig zu forcieren, haben die Pilger kleine Gaben dabei. Obst und Süßigkeiten für die Ratten, Geldspenden für die Priester. Die Menschen kommen hierher, um die Kinder der Göttin zu beschenken. Denn wenn die Kaba glücklich sind, ist es die Göttin auch. Und das ist gut fürs eigene Schicksal. Im Innersten des Tempels liegt das Allerheiligste. Davor sammeln Gajendra und Helfer die Spenden der Gläubigen ein und füttern die Ratten. Beim Essen im Tempel ist eines ganz wichtig. Zuerst bekommen die Ratten etwas. Dieses Foodsharing soll sogar heilende Wirkung haben. Wenn jemand krank ist und sein Essen so mit den Kaba teilt, macht ihn die Göttin Karni wieder gesund. Die Tiere verbreiten keine Krankheiten. Sie sehen ja nur aus wie Ratten, sind aber Familienmitglieder. Wir können ihre Reste essen und nichts passiert. Auf jeden Fall war Gajendra noch nie krank. Vielleicht hat er aber auch einfach ein gut trainiertes Immunsystem. Tausende Pilger kommen täglich zum Rattentempel. Viele Füße, die den zutraulichen Tierchen zum Verhängnis werden können. Wenn jemand aus Versehen auf eine Ratte tritt und sie dadurch stirbt, dann muss er deren Gewicht in Gold spenden. Die Augen also immer nach unten zum Rattenslalom. Große Aufregung bei den Besuchern. Ein göttliches Zeichen. Zwei weiße Ratten tauchen auf. Sie sind die Reinkarnation der Göttin selbst. Für alle ein seltener Glücksfall. Wenn ich sterbe, werde ich im nächsten Leben auch als Ratte wiedergeboren. Hier ist unser Paradies und unsere Hölle. Wenn wir viele gute Taten vollbringen, kommen wir an einen guten Platz im Inneren des Tempels. Wenn wir schlecht sind, müssen wir außerhalb auf der Straße leben. Aber wir sind alle eine Familie. Der Rattentempel von Deshnok. Sicher einer der außergewöhnlichsten und mystischsten Orte Indiens. Ganz im Süden Rajasthans liegt Udaipur, die weiße Perle am Pichola-See. Die malerische Stadt mit den vielen Stadtpalästen gehört zu den Hauptreisezielen Indiens. Hi, I'm Lakshit Kothari, I'm shrinking the world. Udaipur ist das Zentrum der Miniaturmalerei. Lakshit betreibt eine kleine Zeichenschule, in der diese spezielle Kunst gelehrt wird. Ich gebe ihm Tipps für die perfekte Schattierung des Palasthintergrunds und wie man das bei Kleidung und anderen Objekten macht. Miniaturen waren die Fotoalben der Könige. Klein und leicht konnten die Andenken gut überall hin mitgenommen werden. Für die Herstellung braucht es vor allem viel Geduld. Für die richtige Technik braucht es ungefähr 7-8 Jahre. Aber nach 7 Jahren ist man natürlich noch kein Profi. Mein Vater und meine Onkel, die malen seit 30, 35 Jahren. Raju ist noch ganz am Anfang seiner Karriere. Seit 3 Jahren lernt er bei Lakshit. Die typischen Tiere beherrscht er schon. Im nächsten Schritt muss er Gebäude zeichnen. Ein Bauwerk darf auf keiner Miniatur fehlen. Das Wahrzeichen Udaipurs, der Stadtpalast des Maharajas. Vom Wasser aus hat man den besten Blick auf die riesige Palastanlage.
Für Raju ist das heute eine besondere Zeichenstunde. Er zeichnet jetzt ein paar Außenwände. Dann konzentrieren wir uns auf die Gumba. Das sind die kleinen Kuppeln. Die Bootsfahrt auf dem See ist eine seltene Abwechslung im sonst so trockenen Rajasthan. Vor 700 Jahren legten ihn die Menschen künstlich an, um einmal im Jahr das wertvolle Wasser des Monsunregens aufzufangen. Bis heute spendet er Erfrischung. Sie haben vielleicht von dem James-Bond-Film Octopussy gehört. Der wurde dort gedreht. Das ist das Lake Palace Hotel. Sehr teuer, eine Nacht kostet da ungefähr 5000 Dollar. Raju ist Mitglied eines Hirtenstamms in den Bergen. Für ihn ist Udaipur seine Traumstadt. Ich bin hierher gekommen, um mein Leben zu verändern. In meinem Dorf gibt es nichts. Keine Arbeit, kein Strom, kein Handynetz. Hier kann ich etwas lernen. Hier habe ich Freunde gefunden. Mit 500.000 Einwohnern ist Udaipur für indische Verhältnisse vergleichsweise gemütlich. Haupteinnahmequelle ist der Tourismus. Und zu den Attraktionen zieht es heute auch Lakshit mit seinem Schüler. Wir gehen in den Palast, weil er einfach das Hauptmotiv aller Miniaturen ist. Zusammen mit Elefanten, Pferden, Kamelen und dem schönen See im Hintergrund. Hier kann Raju noch mehr Details der Fassaden sehen und gleich üben, wie ein Miniaturmaler die richtig skizziert. Eine weitere Attraktion liegt nur 5 Minuten entfernt. Der Jagdish-Tempel ist das größte Hindu-Heiligtum in der Gegend. Seit 450 Jahren pilgern die Gläubigen zu den reich verzierten Steintürmen. Zeit für eine ganz typische Erfrischung, die es hier an jeder Ecke gibt. Wir zeigen euch jetzt unser Lieblingsgetränk, Zuckerrohrsaft. Ein Ungetüm mit Motor zerquetscht die Rohre und presst so den Zuckersaft heraus. Inder trinken ihn übrigens am liebsten mit einer ordentlichen Prise Salz. Das ist Zuckerrohrsaft. Süß, salzig. Fünf Seen liegen in Udaipur. Am kleinsten endet der heutige Zeichenkurs. Die Ausbildung hier macht mir viel Freude. Jetzt skizziere ich die Seeanlage hier. Das ist der Duta-See. Und danach ist Feierabend. Die Meistermaler sitzen in Lakshits Schule und arbeiten im Schatten an ihren detaillierten Gemälden. 10 Stunden täglich kauern die Männer über ihren Bildern. Die meditative Sitzhaltung am Boden soll die Konzentration fördern. Die Künstler arbeiten am Stück nur 20 bis 25 Minuten. Dann brauchen sie 10 Minuten Pause. Es schmerzt in den Augen. Wir können nicht ständig auf die Bilder starren. Die Bilder brauchen ungefähr 7 bis 45 Tage, bis sie fertig sind. Kommt auf die Größe und die Details an. 3 Meister arbeiten an einem Bild. Jeder ist spezialisiert. Auf Tiere, Menschen, Hintergründe, Farbgestaltung. An diesem Bild arbeite ich seit einem Monat. In 2 Wochen sollte es fertig sein. Ich bin 54 Jahre alt. Davon habe ich bestimmt 15 nur mit Malen verbracht. Eine weitere Meisterdisziplin ist die Zubereitung der Farben aus natürlichen Pigmenten. Wir benutzen dazu Steine, die wir aus verschiedenen Bergdörfern bekommen. Die Steine werden gemahlen und mit Kleister vermischt. Dann kann man die Farbe benutzen. In kleinen Muschelschalen mischen sich die Maler die richtigen Farbtönungen zusammen. Ein perfektes Zusammenspiel alter Traditionen. Wortlos. Mit unendlicher Ruhe und Geduld entstehen die zeitlosen Bilder.
Nicht ganz so beschaulich geht es in Rajasthans Hauptstadt zu. Jaipur, die Pink City. Der Name kommt von den lachsfarbigen Gebäuden in der Altstadt. Weltberühmt ist der Palast der Winde, eine Sandsteinfassade mit 953 kleinen Fenstern. Mein Name ist Ali. Ich möchte für die Future Rikscha driven. Im täglichen Verkehrsinfarkt der 3 Millionen Menschen Metropole ist Ali mit seinem Gefährt eine Ausnahme. Viele fahren mit Benzinrikschas, deswegen die Luftverschmutzung. Die Regierung und die Touristen sind darüber nicht glücklich. Alis Dreirad fährt ökologisch korrekt mit Strom. Zwar etwas gemächlicher, aber ohne Lärm und Gestank. Und ohne hohe Benzinkosten. Das ist die neue Technik mit Elektromotor und Akkus. Nachts kann ich die Akkus für 50 Rupien vollladen. Damit komme ich den ganzen Tag aus und verdiene 1000 bis 2000 Rupien. Das macht mich und meine Familie happy. Jetzt habe ich ein gutes Leben. Das war nicht immer so. Früher war Ali Fahrrad-Rikscha-Fahrer. Eine Quälerei. Denn die veralteten schweren Gefährte haben nicht einmal eine Gangschaltung. Damit kommt man nur sehr langsam voran. Es ist wirklich ein harter Job. Der für jede Tour auch nur ein paar Cent bringt. Bei einem Unfall verliert Ali sein rechtes Auge und das Fahrrad. Es erwartet ihn ein Leben als Bettler. Doch da schenkt ihm ein deutscher Tourist das Elektromobil und neuen Lebensmut. Morgen ist hier ein großes Fest, deswegen lasse ich mich jetzt rasieren. Ich mache mich hübsch für die Mädchen und die Familie. Die Bartpflege übernimmt sein Kumpel Anand, der Straßenbarbier. Sein Outdoor-Salon liegt direkt neben dem großen Parkplatz. Für umgerechnet 40 Cent inklusive Gesichtsmassage ist Ali nun wieder gesellschaftsfähig. Überall werfen die Feierlichkeiten ihre Schatten voraus. Denn heute startet eines der größten Hindu-Festivals, Holi, das indische Frühlingsfest. Ein wichtiges Party-Accessoire bietet diese Bauersfrau an. Formschöne Kacke für 20 Cent pro Portion. An Holi brennen überall Feuer. Da kommt der getrocknete Kudung mit hinein. Gleich wird es bunt. Ein Land versinkt im Farbenrausch. Rajasthan feiert Holi, das indische Frühlingsfest. Nach Sonnenuntergang schichten Frauen an vielen Verkehrskreuzungen große Scheiterhaufen. Sie symbolisieren eine Dämonin, die später verbrannt werden soll. Im ganzen Land stimmen die Priester dann ein Läuten an. Gläubige behängen die Heuhaufen mit Schmuck und Kuhfladen, sozusagen holy shit. Für exakt 19.21 Uhr haben die Astrologen den Beginn des diesjährigen Holi berechnet. Und ab diesem Zeitpunkt brennen die Feuer in den Straßen. Während das Böse verbrennt, müssen Mutige das Gute aus den Flammen retten. In Form eines langen Astes. Das Gute triumphiert über das Böse. Jetzt kann gefeiert werden. Tag 2 des Holi-Festivals. Jetzt wird es bunt. Wichtigste Zutat ist heute farbiges Pulver, vor dem es kein Entkommen gibt. Fantasiekapellen tröten sich die Seele aus dem Leib. Harmonie spielt keine Rolle. Hauptsache laut. Ali lässt seine Rikscha-Schicht heute ausfallen. Unzählige Stände verkaufen gefärbten Puder. Der ist unverzichtbar. Als Zeichen für Harmonie und Neuanfang. Holi nennt man ja auch das Farbfestival. Die Farben bringen Glück.
Das Glück wird heute mit vollen Händen verteilt. Den Farbattacken kann keiner entgehen. Die Regeln sind ganz einfach. Jeder wird zu deinem Freund. Einfach Farbe ins Gesicht reiben. Weil manche den Farbrausch mit einem anderen Rausch kombinieren, ist in Jaipur ein Areal eingerichtet worden, wo die Feierlichkeiten in einem gesitteten Rahmen ablaufen. Hier ist es vor allem touristenkompatibel. Initiator des bunten Reigens soll Gott Krishna sein. Nach der indischen Mythologie hat er als Kind mit seiner Gefährtin und einigen Hirtinnen dieses bunte Spiel begonnen. Ähnlich wie zum Karneval fallen soziale Schranken. Alle feiern zusammen. Alter, Geschlecht, Nationalität und Status spielen heute keine Rolle. Und auch Ali ist mitten im bunten Getümmel, im Königreich der Farben.